Ja. So, was mache ich, wie mache ich jetzt? Brauche ich mir einen Zaubertisch, brauche ich. Ich habe nicht Obsidian. Ich hab mir einen Zombie gefangen. Also brauche ich erstmal eine Spitzhacke, also brauche ich erstmal eine Diamantspitzhacke. Und Obsidian. Muss ich Obsidian suchen gehen. Ein sehr komisches Schaf, würde ich mal sagen. Okay, drei Obsidian. Ich habe drei Obsidian. Einen habe ich noch in der Kiste gefunden. Vier Obsidian brauche ich, meinst du? Gibt es vielleicht noch irgendwo eine Lösung offen, auf Obsidian zu treffen, irgendwie? Ohne Spitzhacke Auf dafür zu damit und machst treffen? dir welches. Muss aber trotzdem abbauen. Ja, natürlich. Können wir gerade mal schlafen gehen? Von mir aus. Na toll, Monster in der Nähe. Schon wieder Creeper vor der Tür. Nee, ein Zombie. Monster in der Nähe. Ach. Haut ab. Ihr seid im Bett oder was? Ja. Nö. Du hast das Scheißvieh ja direkt vor meinem Bett abgesetzt. So, jetzt bin ich auch im Bett. Sehr schön. Hoff, komm zu mir. Ich habe noch ein zweites Bett unter mir. Kannst unter mir schlafen. Yes, gerade weit genug weg. Zum Glück kannst du unter mir schlafen. Zu spät. Sehr schön. So, wie mache ich Obsidian? Ein Mini-Zombie, was zum Henker. Ups. Da ist ein Zombie. Okay. Da ist ein brennender Zombie bei dir im Schafstall. Ja, über den hatten wir vorhin geredet. Und ein Skelett unter den Bäumen. Hey, ein Zombie hat dich gerade angebrannt. Die war halt heiß auf dich. Ich höre hier immer noch einen Zombie. Ich guck mal in den Sumpf, ob es da die anderen blauen Blumen So, wie mache ich denn Obsidian? Wie mache ich denn Obsidian? Blaue Blumen muss ich mal gucken, kann sein, dass ich sogar noch welche hier habe. Wie mache ich denn Obsidian? Wie stelle ich von dir das? aus blaue Blumen im Wie stelle ich Sumpf. das denn an der Oberfläche her? Stehendes Lava, stehende Lava und Wasser drauf. Oder ich baue Mordis Haus ab. Das besteht aus Zement. Ach so. Lava und Wasser, aber dann aus Lava und Wasser entsteht Stein. Aber Aus stehender Lava. Ach so. Lava. Wir haben auch unten in der Mine Unmengen davon. Schütten Eimer Wasser drauf. Hier haben wir hier an der Oberfläche noch ein Stückchen Lava. Ich würde ungern wieder Nein. runtergehen. Ich hol dir Lava, Moment. Moment, Eimer war. Hast du einen Eimer dabei? Ja, ich hab einen Eimer. Ich hab immer Sehr einen Eimer schön. dabei. Für alle Deine Fälle. Schüsse. Was haben wir hier in der Nähe? Ich würd ungern mit deiner Spitzhacke dann nochmal runtergehen. Pack sie in die Kiste Und geht dann runter. Ja, mach's wie jeder normale Mensch. Wie viel Obsidian brauchst du? Prof meint, ich brauche vier insgesamt. Dann muss ich viermal runterrennen. Super. Nee, ich brauche nur noch einen. Also wenn ich vier brauche, ich habe jetzt Achso, brauchst du drei. noch einen? Ich habe drei Obsidian. Ich brauche nur einen Obsidian. Sofern das stimmt. Blümelein, was ist das Blümelein? Was Blümelein, das schieb ich mir ins Häuslein. Okay, was den Lava platziert? Ich bin noch am Holen. Ach so. Bin jetzt gerade erst in der Mine angekommen. So, Ach so. nehmen wir die Quelle. Und ja, passt schon. Und einmal abbauen mit der Diamantenspitzhacke.
Und wo soll ich platzieren? Mitten in deinem Haus vielleicht? Am besten nicht. Irgendwo, okay, wo du es abbauen kannst. Oben in den Kamin. Na toll. Irgendwo, wo du dies mit Wasser wieder zuschütten kannst. Du hast doch selber einen Eimer. Irgendwie muss man dich ja für deine Faulheit bestrafen. Och ja. Ich pack's jetzt echt oben aufs Haus. Bitte nicht. Es brennen doch alle Blumen und so. Das ist nicht mein Problem. Dann pflanzt es halt neu. Mach's irgendwo, wo es nicht runterfließen kann. Ich mach's da, wo es runterfließt. Okay. Wir haben doch hier überall Wasser, du kannst doch dort hinten am See dort. Moment. Du kannst am See das machen. Hier wollte ich terraformen. Oh. Hoffen wir mal, dass es bis nach unten kommt. Du musst das hier. Ich hab kein Wasser dabei. So, jetzt fließt's runter. Ich hab keinen Eimer mehr. Wasser. Holst du jetzt einen Eimer Wasser oder soll ich es unter dir platzieren? Ich hab keinen Eimer mit dabei. Dann hol einen! Nimm's mit und setz es auf den Boden vom Ozean. Ich dachte, das passiert im Wasser, das fließt ins Wasser rein. Nein, das soll stehende Lava sein, nicht fließende. Da sag das doch. Das haben wir voll gesagt. Woher soll ich wissen, was Lava heißt? Molle versucht in Lava zu schwimmen, sehr schön. Hast du fein gemacht. Ich hab meinen Eimer verloren übrigens. Ich muss nochmal neue holen, alles. Ja, hier habe ich meinen Eimer, sehr schön. Und meine Spitzhacke habe ich verloren. Ich würde jetzt nicht nochmal machen. Hast schon wieder eine Spitzhacke verloren, na toll. Ich mach dir keine neue, das war jetzt deine Schuld. Ich habe 21 Spitzhacken verloren. Das war deine. Das war deine Schuld. Ob irgendwas überlebt hat, vielleicht ins Wasser gefallen oder so. Oh ja, alle haben überlebt. Wunderbar. Da liegen alle Spitzhacken. Perfekt. Aber der Eimer leider nicht. Okay, dann holst du dir deinen eigenen Lava. Jo, ich hab jetzt einen Eimer. Ich hab kein Wasser. Aber wenn ich Lava-Eimer habe, habe ich doch keinen Wassereimer. Das ist doch. Dann setzt du die Lava und setzt Wasser danach. Oder du nimmst einfach die Lava und setzt sie ins Wasser. Das geht auch. Das hat doch Modi gerade versucht. Noch mehr gehen. Ich dachte, das geht nicht. Doch. Natürlich geht das. Ich bin nur auf deinem Haus ausgerutscht und in die runterfließende Lava ohne Quelle gefallen. Und warum musst du jetzt unbedingt einen Eimer holen mit Wasser und was war jetzt das Problem? Damit du auch was tun musst. Stehende Lava und sonst was hier, das ist so. Meine Fresse. Stehende Lava ergibt immer Cobblestone. Stehende Lava, naja, Obsidian. Ich versteh's doch nicht dran. So komplex. Verstehst du mich immer noch nicht wirklich, weil anscheinend geht's oder es geht nicht. Anscheinend geht's ja nicht, weil. Ach Leute. Das hätte Modi gerade nicht so gestresst. Minecraft mit dir ist anstrengend. Geht mir genauso. Mit dir selbst ist anstrengend. Das auch manchmal. So, warte mal. Haben die verschiedenen Farbschöne? Ich sollte vielleicht die Diamanten nicht mit runternehmen. Light Blue Dye. Oh fuck. Das wäre vielleicht mal ganz klug. Wenn ich da unten sterbe. Oh cool. Bis dann nicht die 6 Diamanten verliere. Meine Blumenauswahl ist mittlerweile recht groß. Das ist schön. Ich habe eine Karte dabei. Irgendwo habe ich eine Karte gefunden. Gott. Was? Oh Gott. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, hier kommt gerade eine Präsentation für eine Art Anime-Romantik-Furry-Spiel. Also. Okay. Könnte drauf gefallen. Oh, wer weiß. Ich bin unsicher, man sieht zumindest ein Mädchen mit Katzenohren. Ja gut, Neko ist mir scheißegal. Neko wird ja nur, auch nur begrenzt überhaupt zu. Warum sind hier so viele Zombies hier? Warum sind so viele Zombies hier? Ich werde hier abgeschossen. Was ist denn mit dem Scheiß-Skelett? Kann das mal jemand erledigen? Neko ist
Furry für Leute, die nicht Furry sein wollen. Ja, ich glaube, das trifft's. Oder die es abstreifen wollen, Furry zu sein. Was soll denn das werden, wenn's fett ist? Nein, das ist nur Anime-Gedöns. Das hat nichts mit Furry zu tun. Ja. Geh sterben. Und dann am besten 500.000 Euro an irgendeine Streamerin, die sich mit Katzen verkleidet hat und nicht. Fick die Henne! Das scheiß Skelett da unten! Hat mein scheiß Eimer Wasser, jetzt. Oder? Ja, hat mein scheiß Eimer ja, jetzt. Das hat mich auch erwischt. Ich hoffe, der Eimer ist noch da und wird nicht weggespült, weil sonst ist das, sonst gebe ich hier wenn auf. Wenn er weggespült wird, ist er in der Lava. Sonst gebe ich auf, sonst mache ich das, ist dann scheiß auf den Zaubertisch. Scheiß auf Obsidian. Schnell runter, ich habe nichts mit. Naja. Jetzt, dann noch die jetzt habe ich nichts zu verlieren, jetzt könnt ihr alle sterben. Jetzt sind alle Regale, die gehämmert werden müssen, jetzt zusammengebaut. Habt ihr gehört, Zombies? Ich habe nichts zu verlieren. Giovanni Mo. Jetzt fehlen nur noch ein paar Regale, wo ich was schrauben muss. Jetzt habe ich wieder was zu verlieren, also... Yay, das scheiß Skelett hier! Verrecker! So, einmal Wasser, einmal Lava brauche ich. Wasser habe ich oben. Fortschritt erzielt. Hurra! Hurra! Manche mögen es heiß. Ich nicht. Offensichtlich schon, du hast den Erfolg erzielt. Oh mein Gott, was ist das denn? Und jetzt rauf hier. Das scheiß Skelett ist tot. Meine Fresse, ist das hier ein Horror. Oha. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Das ist nicht gesund. Ich werde sterben. Wo ist das Ende dieser Wasserrutsche? Ich hasse dieses Spiel. Cool. Ich hab jetzt einen Lava-Eimer verloren. Mhm. Auf der Wasserrutsche. Nicht schlecht. Übrigens, die läuft aber nicht auf, oder? Aus, oder? Ne, ich glaube nicht. Übrigens, es kommt anscheinend ein Nachfolger zu Passepartout raus. Dieses Kunstspiel mit diesem Passepartout, The Starving Artist. Ja, genau. Kommt ein Nachfolger raus. Oh, nett. Und der sieht echt sehr, sehr gut aus. Können wir das jetzt irgendwie schaffen? Können wir das jetzt irgendwie... Das ist jetzt kein Spiel, was so stark auf... Die Scheiße mal nach oben zu bringen. Ja, trotzdem. Okay, man habe einmal, habe ich hier, alles ist da. Ist nur noch nach oben schaffen. Die Hälfte habe ich schon geschafft. So, jetzt hier. Sehr gut. Na, rein. Braver Zwergi. So, jetzt hier rein hoch. Und raus. Rein und raus. Falscher Tunnel genommen. Ich schütze deinen scheiß Tunnel zu. Ich mache hier zumindest eine Markierung, dass es der falsche Weg ist. So. Jetzt muss man sich durchgraben, um in den Tunnel zu gehen. So, ich habe Lava. Jetzt brauche ich nur noch Wasser. Und eine Diamantspitzhacke. Was du nicht alles brauchst. So, jetzt muss ich mal eben was zu trinken. Moment. Viel Erfolg dabei. Danke, werde ich hoffentlich haben. Vielleicht sterbe ich auf dem Weg, gut. Wir werden sehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn ich jetzt hier abgrabe. Ah, Obsidian, sehr gut. Jetzt brauche ich noch eine Spitzhacke, die das abbauen kann. Kann ich mir gerade mal Modis klonen? Oder hatte die da am Mann?
Da steht ein Obsidianstein. Gut. Da klappert es bei Moni. Ich bin wieder da. Hallo, wieder da. So. Gibt es ja sehr viele Suppenspiele. Aha, da steht wohl jemand auf Suppen. Wird ja auch endlich mal Zeit, dass die Suppenfreunde gewürdigt werden. Die Suppenfetischisten. Sind eine gute Mahlzeit. Verpiss dich, Zombie, verpiss dich. Sonst brauche ich aber nicht so oft. Ich mag aber ab und zu mal so eine richtig gute Rinderbrühe ist schon was schön. Nee, bin ich gar kein Fan von. Mein Essen muss hart sein. So, ein Obsidian, sehr schön. Obsidian, sehr schön. Jetzt müsste ich ja 4 Obsidian haben. Seid ihr gerade in der Nähe von Betten? Nicht im geringsten. Nö. Könnt ihr euch in die Nähe von Betten begeben? Ich kann den Versuch wagen. Boing, 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 boing. Ach du Scheiße, wo bin ich hier reingeraten? Bin in einem Bett. Ich auch. Ich nicht. Sekunde. So, jetzt bin ich im Bett. Sehr schön. Gib Modi seine Spitzhacke zurück. Pack sie in die Kiste. Schon dabei. Ich habe einen Berg abzubauen. Oh, sehr schön. Der Zombie ist von meinen Augen gebrannt. Deutsche Wörter. Was zum Fick habe ich gerade gemacht? Ja, da geht es hin, das Gedächtnis. Du wirst alt. Ich habe gerade drei Holz in meiner Hütte platziert. Warum? Frage ich mich auch gerade. Wolltest du was craften und hast den Tisch vergessen? Ich weiß gar nicht, wenn nicht, ich wollte essen, ich wollte hier. Du wolltest deinen Stamm essen. Ja, scheinbar schon irgendwie. So. Sehr schön, dass mein Hunger wieder gestillt. Noch Holz gefressen. So, Zaubertisch. Ich habe gerade gehört, dass bei Steam wieder Demos zeitlich begrenzt verfügbar sind. Oha. Okay, ich habe jetzt hier 4 Obsidian. Oh. Daraus müsste doch irgendwie einen Zaubertisch machen können. Brauchst ein Buch, hast du das? Natürlich nicht. Na, dann brauchst du ein Buch. Und wie mache ich ein Buch? Mit Papier. Oh Gott, was ist das denn? Papier, 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 dürfte ich noch haben. Ja, ich hatte 4 Papier, ich habe 4 Papier. Ich glaube 3 Papier und ein Stück Leder war es, glaube ich. Leder habe ich auch. Leder, ein Stück Leder habe ich hier. Ich habe kein Buch mehr gemacht. 4 Papier und ein Stück. Papier müssten wir mehr als genug haben, ich habe ja eine Farm. Ich habe genug Papier und Leder habe ich auch. Ah, hier, Buch. Sehr schön, ein Buch habe ich jetzt. Das ist auch alles, was du brauchst. Und für den Zaubertisch brauche ich jetzt... Ah, Bücherregal, das ist sehr schön. Das Bücherregal brauchst du später. Zaubertisch, sehr schön. Spiele mit Katzen? So oft wie wir alle verrecken, kommst du nicht drauf an. Die ganzen High-Level-Enchantments kriegen wir eh nicht. So, sehr schön, jetzt habe ich einen Zaubertisch. Hervorragend. Und jetzt brauche ich noch ein Regal. Das Bücherregale. Ziel erreicht, ich habe ein Bücherregal.
Ich habe einen Zaubertisch. Das war ja eine schwere Geburt. Hast du es endlich geschafft? Ja, ich habe einen Zaubertisch. Hab einen Zaubertisch. Du willst ein bisschen bei Lava rumlaufen. Ja, hol mal ein paar Diamanten. Nee, ich habe noch 4. Wenn du den Zaubertisch im Inventar hast. Ich habe noch 4. Ganz wichtig. Nein, danke. Das wird dein Erlebnis verzaubern. Sehr schön. Jetzt habe ich den Zaubertisch. Jetzt fehlen mir noch einige Bücherregale. Gefühlt 100. Oh Gott. Und ich kann jetzt einen Bogenertisch machen. Was auch immer das ist. Aus Feuerstein. Ein Bogenertisch. Müsste dieses Bibliotheksding sein für die Villager. Okay. Ich kann auch einen Räucherofen machen. Oh Gott. Der ist gut. Und der ist super für Lebensmittel. Und einen Plattenspieler kann ich machen mit einem Diamanten. Mach mal. Schadet ja nichts. Haben wir überhaupt eine Platte? Nö. Ich habe eine Platte. Wie kommt man nochmal an Platten? Creeper müssen von anderen Mobs getötet werden. Ah, okay. Ich brauche 3 Bücher. 3 Bücher brauche ich für ein Regal. Also okay. Skelette könnte ich hinkriegen. Also du musst den Creeper dadurch töten, dass er von einem anderen Mob erledigt wird. Dann droppt ein Creeper eine Schallplatte. Und einen Schmiedetisch kann ich auch machen mit 2 Eisen. So war es jedenfalls früher. Kannst natürlich aber auch die einfache mit... Okay, ich brauche Bücher und ich brauche Papier. Du kannst halt einen Mob-Spawner finden. Hast du 12 Papier und 3 Dings für mich? 3 Kuhhaut. Leder, mir ist gerade das Leder nicht eingefallen. Ich habe eine Zuckerrohrfarben bei mir und Leder musst du suchen. Vielleicht habe ich noch was. 3 Leder brauche ich. Apropos, für ein Regal. Papier ich hier rauskrieg, Moment. Also jede Menge Leder. Ah, 8 Leder habe ich hier noch drin. Sehr schön. Das reicht nicht fürs Erste, aber. Oh Gott! Was ist? Ich habe gerade erfahren, dass schon wieder so ein Steam-Demo-Fest-Ding ist. Ja, das wird eine spaßige Zeit wieder. Kannst du morgen machen. Mal draufklicken, was die anzeigen. Können wir morgen mal gucken. Wir müssen. Das letzte Mal hat ja sehr gut funktioniert in Sachen Videos. Wäre mal eine Sache für morgen. Morgen habe ich noch kein Stream geplant. Könnten wir mal. Wenn ja, ihr wo ist das? Ich sollte eigentlich morgen zu meinem Vater fahren, aber ganz ehrlich. Und wo ist denn Papierfarm? Zuckerrohrfarm ist unten. Ich habe gerade 18 Papier. Komm mal her. Ey, wo unten? Hier. Komm mal okay, hoch. Okay, Sekunde, bin schon auf Weg. Das wird für ein Regal reichen. Das war jetzt nett. Papier. Die kostenlose Alternative. Danke dafür. Also für meine Ausstattung brauche ich gefühlt 100 Regale. Und die Zuckerrohrfarm ist hier. Das Ding um dieses kleine bisschen Wasser. Braucht man auch, um damit der Zaubertisch richtig funktioniert, braucht man auch mehrere Regale drumherum. Ich habe keine Ahnung, ich habe den noch nie benutzt. Ehrlich gesagt. Dann werden wir es jetzt vielleicht können. Werden wir es jetzt tun. Okay, ein Buch. Noch ein Buch. Und noch ein Buch. Und noch ein Buch. Okay, jetzt habe ich 6 Bücher. Müssten 2 Regale sein. Klick, klick, klick. Dann brauche ich noch Holz. Holz ist ja nicht das Problem. Sagte er. Er verschwand in der Wand. Okay. Drei Bücher rein. Haben wir ein Regal. Bücherregal 1. Bücherregal 2. Dann muss ich jetzt Papier machen. Und Leder suchen.
Zwei habe ich hier schon mal. Nee, da braucht man zum Glück nicht zu viel. Nur ein Leder pro Regal. Erstmal 50 Kühe umbringen, dann reicht das. Papier dürfte ein bisschen schwieriger werden. Okay, ich habe hier ein Fass mit einer Erde drin. Auch gut. So, das muss ab. Dachte ich mir, dass die Base einfach stehen bleibt. Sehr schön. Jawohl. Ich brauche noch Dreier und hier in der Wand. Jetzt 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 16. 16 Regale bräuchte ich dann noch. Das wird ein bisschen dauern. 16 Leder und viel zu viel Papier. Seid ihr aus dem Discord geflogen oder? Nö. Nö. Okay. Ich bin nur konzentriert und versuche jedes Spiel hier gerade mitzunehmen, während ich gleichzeitig Erde abtrage. Das ist aufwendig fürs Hirn. Ah, okay. Wo hast du denn deine Papierform? Die habe ich gefunden. Noch gerade gezeigt, die ist gegenüber von meinem Haus. Achso, das große Zeug dort, die großen. Nein, nein, das große ist Bambus, das nebendran. Das kleine. Ah, okay, verstehe. Das Ding hier. Ja. Nimm bitte nicht das unterste weg, sonst kannst du nicht weiter wachsen. Oha. Neue Pflanzen. Ja, danke. Drei in eine Reihe, dann hast du Papier. Wächst zum Glück auf dem Server relativ schnell. Toll, jetzt habe ich glaube ich gerade 15 Spiele verpasst oder so. Okay. Okay, jetzt habe ich 15. Und ich habe 15 Zuckerrohr. Du hast 15 Spiele verpasst und ich habe 15 Zuckerrohr. Scheint es ja wert gewesen zu sein. Guter Deal. So, drei. Oh, drei Papier. Das heißt, ein Zuckerrohr ist ein Papier. Wenn aus drei Zuckerrohr ich drei Papier kriege, dann ist das. Dann ist das so. Gut. Gut, 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 sagt er mit einem Hut. Sagt der Mann mit Hut. Welcher von uns? Prof ist doch der Mann mit Hut. Wir haben alle drei welche. Ja, Prof ist der einzig wahre. Ich müsste eigentlich echt mal einen neuen Hut bauen. So, du. Warum ist der alte nicht mehr gut genug? Ich habe mir aus Versehen die Software gekillt. Die müsste ich zum einen mal wieder neu konstruieren. Wie hast du denn das geschafft? Aus Versehen überschrieben? Okay, jetzt habe ich zwei Bücher, das ist schlecht. Ah. Ich habe ihn ohne Gnade sämtliche Libraries geupdatet. Ich brauche ja also die Windows. Sehr viele von den Libraries. Habt gerade ein Wetter in eurer Nähe? Die Libraries haben. Ja, es haben sich stark genug verändert, dass mein Code nicht mehr funktioniert. Leute, habt ihr ein Wetter in eurer Nähe? Wie gesagt, also die Windows-Update-Situation. Können wir mal schlafen gehen. Ich weiß nicht, ob wir das können. Kannst du das? Ich lieg schon im Bett. Dann kannst du das wohl. Müssen nur noch zwei von euch schlafen gehen. Ach, das wollten wir ja auch nochmal das wollten wir Prof nochmal fragen. Das hat Seppi, glaube ich, das hat Seppi beim letzten Mal angemerkt, dass jetzt, dass man das eventuell mal runterstellen könnte auf dem Server, dass eventuell nur, dass man sagt, dass nur zwei hier schlafen gehen müssen, damit es Tag wird. Dass man das irgendwie. Ich kann ein Plugin dafür installieren. Dass man da irgendwie ein Plugin installiert, dass man das halt
Es ist halt nicht mehr alle, wenn zwei in der Höhle sind, dass da nicht mehr sucht euch mal ein Bett, geht schlafen, das ist, sondern dass man. Ich würde sowieso mal meinen ganzen Plug-and-Pack mal reinschmeißen. Das wäre mal eine gute Idee. Idee von Serpier.